Schönen guten Tag. Braun Müller von der Grenzagentur Frontex. Weichen fort! Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Ja, ganz ruhig, ja. Du wollen betreten das Gebiet der Europäischen Union. Dazu brauchen ich jetzt erstmal deine Personalien. Name? Moses. Weiter? Nix weiter. Herr, nix weiter. Mein Volk nennt mich Moses. Das hatte ich bereits schon beim ersten Mal verstanden, Herr, nix weiter. Wo haben ein Visum für Europäische Union? Der Herr sprach, führe mein Volk aus Ägypten. Hätte er dir auch mal ein Visum ausstellen sollen, wa? Wie das? Er erschien mir in einem brennenden Dornbusch. Na, das kenn ich auch. Das tag jeden Morgen, wenn ich meinen Chef begegne, wa? So, dann, du müssen Asyl beantragen. Der Herr spricht, lasset die Kindlein zu mir kommen. Ja, zu ihm vielleicht, nicht in die EU. In das gelobte Land. Und nach Deutschland schon ja nicht, Herr Nixweiter. Ja, Freundchen? Welchen Fluchtweg du haben denn genommen? Der Herr ließ das Meer austrocknen und es teilte sich voneinander und das auserwählte Volk ging hinein in das Meer auf dem Trocknen und erschienen wie Mauern zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So, und da haben wir beide jetzt ein Problem. Das passt nämlich nicht in meinen Vordruck. Da schreibe ich jetzt mal über den Seeweg. Wie viele Personen seid ihr denn? Wir sind unzählige. Ja, das sind ja nun mal eindeutig zu viele für eine ganz normale Familienzusammenführung, wa? Schwester, verleihe deinem Wort Geschwindigkeit. Die Ägypter sind hinter uns her. Ja, nix weiter. Hier gehen alle seinen ganz geregelten bürokratischen Gang, ja? Du werden also politisch verfolgt. Das Herz der Ägypter ist verhärtet. Denn Jahweh schickt ihnen die 10 Plagen. Plagen. Heuschrecken, Überschwemmungen, Missernten, die Erstgeborenen getötet. Die Erstgeborenen getötet? Denn Herr Jahweh, das ist ein Kriegsverbrecher. Den werden wir mal schön nach Den Haag ausliefern. Missbrauche nicht den Namen des Herrn. Denkt an die 10 Gebote. Nix da. 10 Gebote sind abgeschafft. Hier gilt EU-Recht. Ja? Keine Sonderregelung. Freundchen, nachher wollt ihr hier noch Fleisch schächten und in der Burka rumlaufen, wa? Nee, das lassen wir hier nicht zu, dass ihr Jungs hier in Europa eine Parallelgesellschaft gründen tut. Wir sind das auserwählte Volk. Und das ist schon mal ganz falsch, Herr Nixweiter. Ja? Wir wählen aus, in welche Auffangheime ihr verteilt werdet. Das auserwählte Volk verteilen? Ganz genau, hier gilt nämlich Residenzpflicht. Laut § 61 Absatz 1 des Asylbewerberaufenthaltsgesetzes gilt nix raus aus Haus. Wir nix Gutmenschen, Herr Nixweiter. Wir nix sagen, fühlt euch wie zu Hause, Kumpels. Junger Mann, was machen du da? Wir haben es uns anders überlegt. Statt Asylbewerber in der EU bleiben wir lieber Sklaven in Ägypten. Soll der Alte sich doch ein anderes Volk aussuchen, Mann.